Date-Probleme. Ich hab's irgendwie heute nicht gefühlt so ganz. Ja, warum auch? Warum soll ich ihr ein gutes Gefühl geben, wenn sie sich für jemand anderes entscheidet? Und Streitigkeiten. Fass noch einmal in Kopfruhe. Bist du ein ganz starker, weil du Alkohol trinkst? Alter, und noch viel mehr gibt's in der 6. Folge von Die Bachelorette. Woo! Es geht tatsächlich weiter bei der Bachelorette. In der letzten Folge hat sie sich ja ein bisschen revealed und die Männer waren recht begeistert. Und es läuft alles ganz gut. Die Folge startet dann bestimmt auch recht interessant. Wer sich das Ganze komplett angucken will, kann es natürlich auf RTL Plus machen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Allerdings muss ich zugeben, diese Folge war ein bisschen durchwachsen. Weswegen ich sagen würde, ey Leute, hier abonnieren reicht auch. Und dann haben wir es geritzt und wir starten rein, weil es geht sofort los mit Dates. Die neue Woche startet gleich mit Vollgas in ein Date. Und es gibt kein Haha, wir gucken mal kurz im Haus und lesen Brief. No, es ist einfach Bam, Daytime. Ich freue mich heute auf Tom, Steffen, Alex, Ruth und auf Dominik. Und die freuen sich wahrscheinlich auch richtig. Also diese Kulissen sind tatsächlich ein richtiger Traum da, oder? Also ich habe richtig Bock, da mal hinzufliegen und einfach Urlaub zu machen, weil es ist einfach nur schön. Das ist schon ein bisschen kitschig, aber ich mag es. Grüß Gott, schön, dich wieder zu sehen. Hallo. Ist halt dann immer schwierig, du bist so in den letzten 8 und erzählt natürlich jede Minute. Wann denn dann, wenn nicht jetzt? Ja genau, Dominik, wann denn dann? Du musst ja auch nochmal richtig ran, weil der hat bis jetzt noch nicht so viel Zeit mit der Bachelorette gehabt und ist in den letzten 8 und denkst dir auch so, wie ist das eigentlich passiert? Ja, und der muss jetzt mal seine Chancen nutzen. Und wir werden gemeinsam Kajak fahren. Hey. Wir haben 2 Kajaks. Ich würde gerne mit dir fahren. Mutig. Ja? Ja, klar. Mutig? Ja. Weil er eine absolute Niete im Kajak fahren ist. Aber ja, sie nimmt Tom mit, sie nimmt Alex mit und die anderen Männer dürfen sich auch zur dritten Kajak freuen und denken sich so, gut, die erste Datezeit ist also schon mal langweilig. Links? Ja. Links? Ja. Links? Links! Achso. Und wenn wir es weiter links machen, dann haben wir einen perfekten Kreis geschafft. Woo! Und können wieder aussteigen. Was ein Spaß. Schöne Sache. Oh, schöne Sache, Harry. Sehr schön. Umo, du bist heute sehr ruhig. Ha? Du bist heute sehr ruhig. Ja, ich schiebe ein bisschen Bauch rein. Warum? Wegen was? Spinne? Schon irgendwie so schutzbereit, weißt Wegen du? Wegen Tieren und so. Ja, Sharon, wegen den ganzen Krokodilen im Wasser. Die kommen da, glaube ich, rausgesprungen und der Umo hat sein Paddel und schlägt es weg. Umut ist schutzbereit. Der ist nämlich mit allen Wassern gewaschen, außer mit diesem Flusswasser halt. Allerdings verstehe ich nicht ganz, warum sie darauf anspricht, dass er so ruhig ist, weil bei einer lauten, nervigen Person würde ich mir irgendwann denken, sie hält die Klappe, sie hält die Klappe! Da sage ich doch nicht, bitte rede weiter. Ja, verstehe ich nicht, habe ich kein Verständnis für. Ah, Sharon, weißt du, was Alexandros übersetzt heißt? Was? Der Beschützende. Ach was. Kein Witz. Wisst ihr, was Sharon übersetzt heißt? Schöne Frau. Flachland. Es gibt so bescheuerte Namensbedeutungen, oder? Bei mir habe ich das mal gegoogelt. Es ist einfach nur römischer Feldherr. Amazing. Dabei gibt es doch so schöne Namen, die man dann in Büchern einfließen lassen kann, um es bei jedem Kapitel zu beschreiben. Hey, das ist Florian. Er ist der Blühende. Seine Mutter hat ihm wahrscheinlich den Namen gegeben, weil er immer grinst. Das wusste sie einfach schon vor der Geburt. Tatsächlich lief das Date für Umut allerdings auch gar nicht so gut. Ich habe es irgendwie heute nicht gefühlt so ganz. Und da frage ich mich kurz, schon wieder nicht? War er nicht letztens auch bei irgendeinem Date dabei, wo er sagte, hat mir nicht so ganz gepasst, irgendwie Gruppendates ist nicht so meins und dann hat er sich auch zurückgehalten? Ah, es könnte schlecht aussehen für Umut. Die Kajaks wurden allerdings dann irgendwann mal getauscht und Sharon hat neue Gesprächspartner bekommen. Diesmal Steffen und Dominik. Allerdings ist die Sitzkonstellation ein bisschen seltsam. Sehr gut. Ich bin sehr froh, dass ich heute wieder hier sein darf. Dominik paddelt und redet mit Sharon und sie sitzt Rücken an Rücken zu Dominik. Wow, der nutzt aber auch einfach seine Chance. Von Mal zu Mal, wo wir uns sehen, wo wir sprechen, kommen wir uns emotional, aber auch körperlich näher. Und ich muss, glaube ich, zugeben, ich finde das schon ein bisschen krass, dass er es so anspricht. Also klar, ganz okay, voll super, dass er es so empfindet, aber während ein anderer Typ dabei ist, er so, ey, wir kommen uns näher, körperlich und emotional. Ich finde, wir bauen hier was auf und ich weiß nicht, irgendwie finde ich das ein bisschen seltsam, weil ich würde das, glaube ich, nicht so machen. Das ist eigentlich auch noch super traurig für Dominik, weil der hat ja gar keine Connection. Du machst ja jobtechnisch Schauspieler ja. Und Model. Mhm. Bist du da arg gebunden an den Ort oder sagst du selber... Oh, Dumme, du hast wirklich noch was aufzuholen. Oh Gott, wie traurig ist das denn auch? Und er hört das, denkt sich so, no, Brudi, das ist, also wie sollst du denn das hier aufhören? Das ist ja hier Basic-Wissen, also habt ihr euch schon vorgestellt? Ja, weil da ist Steffen ja schon 10 Schritte weiter. Dominik denkt sich aber so, oh mein Gott, ich muss die Stimmung ein bisschen auflockern. Wie wär's mit einem kleinen Gag? Ey, das sind Touristen, das ist doch perfekt für einen Gag. Superstar, hier, Superstar. Hör auf. Oh. Wie die immer schauen, so geil. Ich bin hier nicht, um Star zu werden, Leute. Ich verarsche dich ja nur, das ist alles gut. Ja, aber... Nee, das, ja, okay, das will ich nicht witzig. Ja, okay, dann. Und der Gag ging wohl nach hinten los. Tatsächlich ist es, glaube ich, witzig, wenn man so einen Witz macht, wenn irgendjemand mit der Kamera begleitet wird und dann ironisch meinst, hey, was für ein Superstar. Aber wenn du eine Person bist, die schon etwas mehr in der Öffentlichkeit steht durch irgendwas,
dann findet ihr es, glaube ich, nicht so lustig. Ich fände das auch nicht lustig, glaube ich. Man hat irgendwie eine andere Sichtweise zu dem Gag, sobald man irgendwie schon ein bisschen mehr Reichweite hat. Dominik hat das natürlich nicht erkannt, ein bisschen problematisch. Aber na gut, die gehen dann natürlich auch wieder an Land und dann kriegt Alex mal wieder Chancen für ein Gespräch. Und wenn ihr mich übrigens noch weiter unterstützen wollt, könnt ihr im Video gerne einen Daumen nach oben gehen oder eure Gedanken in die Kommentare schreiben, weil das hilft immer sehr gut weiter. Danke. Ja, man wünscht sich immer, dass man nochmal alleine eine Stunde romantisch... Das ist gut, dass ich es jetzt aber auch nochmal höre. Klar. Ich brauche das manchmal, dass man nochmal so, hallo, auch gerne mal laut auf sich aufmerksam macht, weißt du? Weil sonst weißt du nicht, dass die Männer gerne mal mit dir Zeit verbringen würden. Also Sharon, das ist jetzt auch ein bisschen unwahrscheinlich. Und das ist das Problem, glaube ich. Weil sie sagt jedem Mann so, hey, ich brauche das, dass du mir sagst, dass du gerne mit mir reden willst, dass du gerne mal ein Einzeldate willst. Und ich sitze jedes Mal vor Fernseher so, ich habe keinen Bock, mir dauernd nur Gespräche anzuhören, wie die Männer gerne mit dir Zeit verbringen wollen. Ja, das ist ein Teufelskreis. Sinnvoll ist es natürlich nicht. Ich merke schon, wenn es dir nicht passt, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, jemanden hier behalte. Sollte ja auch. Ja gut. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Dann guckst du ja nicht auf mich. Ich meine, das doch jetzt auch schon wieder. Die reden jetzt mit ihm darüber, dass er eifersüchtig ist, wenn sie andere Männer wegrappt. Ich meine, was bringt die das irgendwie weiter beim Kennenlernen? So gar nicht. So null. Und ist die Zeit doch besser. Aber da die das jetzt angesprochen haben und es nochmal ein Einzeldate gibt, hat Tom vielleicht auch Chancen. Und Alex, du möchtest? Sehr, sehr gerne. Können wir ein bisschen Zeit verbringen? Oh ja. Der Alex hat jetzt auch eine Chance bekommen und Tom so, warum haben wir gerade darüber geredet? Warum rede ich überhaupt mit dir? Ja, schade, aber Alex kann es genießen. Habe ich auch gar nicht die Regentropfen gemerkt. Die waren für mich gar nicht präsent. Clevere Frau. Mag ich ja, ne? Muss ich sagen. Oh, das war voll schlau. Oh mein Gott, Sharon, du bist so ein Genius. Es regnet und du stellst den Regenschirm vernünftig hin. Wow, das ist echt eine krasse Frau. Also wenn das wirklich der Maßstab für Alex ist, alle Achtung. Alex ist allerdings ja manchmal für interessanten Smalltalk bekannt und deswegen haut er jetzt hier die Facts auch noch raus und man denkt sich so, was geht bei dir? Tatsächlich habe ich auch keinen Fernseher bei mir. Oh mein Gott. Was? Und wie guckst du dann? Fernsehen? Ja, okay, es geht wahrscheinlich auch über einen PC oder Laptop, aber no, das ist nicht das Gleiche. Drei Klingeln. Nee. Man hat eine Klingel fürs komplette Haus. Nee. Ja? Also wenn ich nachts mal die Klingel würde, dann wecke ich deine Omi? Ja. Und damit weiß dann Sharon sofort, die heimlichen nächtlichen Sextreffen finden alle bei ihr statt. Also das geht ja mal gar nicht. Das ist so sicher wie dieses Abend in der Kirche und Scheiß. Weil das Gespräch allerdings recht gut anscheinend funktioniert hat, hat sie dann auch noch eine kleine Überraschung für Alex. Und naja, wenn ich jetzt schon sage, eine kleine Überraschung, wissen wir doch alle, was es gibt. Oh, nee, doch nicht. Es ist kein Kuss. Wenn du Lust hast, ja, kannst du die annehmen und dich da auch drüber freuen. Einfach genießen. Und jetzt kannst du einfach mal ein bisschen lockerer sein und auch wieder nach der Rosen lockerer sein, weil du bist einfach safe in der nächsten Runde. Und dann fiel mir auf, ich hatte, glaube ich, noch nie das Gefühl, dass ich so viele Favoriten im Kopf hatte und nicht wusste, wer am Ende gewinnen könnte. Weil es gibt immer so ein oder zwei, wo man weiß, oh, es ist interessant, es könnten beide sein. Aber hier habe ich irgendwie das Gefühl, es könnte der Jan sein. Ich habe das Gefühl, es könnte der Lukas sein. Ich habe leider das Gefühl, es könnte Emanuel sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte noch jemand Viertes sein, den ich, ja, Steffen sein, den ich ne? Also es ist schon Kopf-an-Kopf-Rennen hier. Und jetzt grätscht noch Alex rein. Und der berichtet dann auch noch. Und sie hat mir auch ein Geschenk heute gemacht. Und ich hab auch eine Hose mit. Nein, krass! Und hat er die Rose jetzt schon kaputt gemacht? Wow, das, wie lange hat er die jetzt? 5 Minuten gehabt? Toll, Alex, toll. Aber gut, alle freuen sich für ihn. Er hat noch die Rosenblüten in der Hand und dann ist schon der nächste Tag und es gibt schon wieder ein Großgruppendate. Hey Jungs, heute habe ich Lust auf einen Touri-Tag mit euch. Lukas, Emanuel, Jan, Steffen und Tom. Habt ihr Lust? Ja. Und da sind sogar ein paar Leute bei, die schon wieder auf ein Date waren. Okay, das ist aber nett von Sharon, dass noch mal alle vorbeikommen können. Tom hat schon wieder eine Chance bekommen auf ein Einzeldate, wenn er mal sich ranhält. Ja, und alle sind dann da. Gerade diese Kombi von den Männern war gewagt. Und? Sonst so? Und wenn ich sie mir alle so angucke, denke ich mir so, ja, ist sie, weil du hast mit jedem außer Tom schon rumgeknutscht. Und Tom will, glaube ich, auch. Witzig. Trotz Regen? Die Sonne ist ja gerade aufgegangen, ne? Oh. Es wäre mir so unangenehm, solche Sprüche zu machen, während das alle hören. Es ist, glaube ich, schon unangenehm, wenn nur die Person dann, die es betrifft, es hört. Aber das, ey, wow, Leute. Ich finde unsere Kombination echt gut. Mhm. Und ich hab dich sehr auf den Kopf. Ja, und die beiden stehen mal wieder ein bisschen fernab von der Gruppe, viben miteinander, ist ja auch ganz schön. Und dann hat Luca noch eine kleine Überraschung für sie. Schwierig möglich, es ist nichts Großes oder so. Wie groß ist das? Das ist ein Brief. Das passt. Ja?
Ein kleinen Brief und den nimmt Sharon dann heimlich an, liest Sharon auch heimlich später zu Hause. Wir kriegen das niemals mit, was drin stand. Wahrscheinlich waren das die Dirty Details, die da drin standen. Ja, ganz nett, die beiden haben ein kleines Geheimnis und das stört manche. Ich sehe das nicht so gern, wenn sie da mit Lukas an der Eisdiele steht und bestellen Eis, aber essen das gar nicht, sondern unterhalten sich mehr als konzentrieren sich auf das Eis. Das, ja. Ich will nämlich schon sehen, wenn Sharon sich ein Eis kauft. Dass sie es auch isst. Ich will sie schlecken sehen. Ungefähr so. Das waren wahrscheinlich seine Gedanken. Naja, während es bei Lukas und Sharon also ein schönes Gespräch gab, kam dann Emanuel und der macht halt Emanuel-Sachen. Aber es steckt noch viel mehr dahinter. Noch viel mehr. Und ich will, dass du den kennenlernst. Ich hoffe, dass ich die Chance noch habe. Taktikänderung. Vorher, hey, ich würde so viel gern Zeit mit dir verbringen, weil dann können wir uns näher kennenlernen. So viel Zeit. Und jetzt, neue Taktik. Ich habe auch noch was zu bieten, wenn du mich dann näher kennenlernst. Das kann ich dir vorher nicht zeigen. Ja, da sind wir mal gespannt. Ich bin ehrlich, gestern war das Date schön, war cool. Und ich bin dann nach Hause gefahren und habe mich geärgert, weil du mich nicht ausgewählt hast. Und Sharon, das muss sich ändern. Ich will auch mein Einzel bekommen. Ich bin wie Emanuel, der hat mir den Tipp gegeben, rumheulen bringt's. Ja, mal gucken, ob es das bringt. Warum soll ich ihr ein gutes Gefühl geben, wenn sie sich für jemand anderes entscheidet? Also, kann ich nicht, verstehe ich nicht. Vielleicht nicht unbedingt ein gutes Gefühl geben, aber die ganze Zeit rummeckern und sagen, hey, das finde ich doof, mach mal was, bitte, beachte mich. Das ist es jetzt auch nicht, ne? Das könnte schon das Problem sein. Damit die Stimmung mal wieder gelockert wird, kommt irgendwie random mal wieder jemand dazu und es geht ab. Woo! Ja! Could you be loved? Und ich glaube, das brauche ich auch in meinem Leben. Ich glaube, ich will einfach irgendwo rumsitzen, irgendwo rumstehen und plötzlich kommen Feuerspucker um die Ecke, ein Typ mit der Gitarre um die Ecke und singt irgendwas. Vielleicht irgendwelche Seilakrobaten. Ich bin bereit. Das wird einfach mal jedes Leben ein bisschen aufpeppen. Dann, boom, 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 Feuerwerk. Kurz darauf dürfen sich die Männer allerdings nochmal wieder verabschieden. Es gibt aber dann doch ein Einzeldate. Vielleicht für Tom. Hast du Lust, mal ein bisschen hier zu bleiben? Immer dieses, ich mal checken. Ja, okay. Ist da geblieben. Nicht so geil für mich. Wieder mal. Oh Gott, der Tom, der tut mir schon ein bisschen leid. Ich sag's ihr die ganze Zeit. Sie nickt dann freundlich und dann darf ich wieder in die Villa. Warum ist er überhaupt noch dabei? Wie Jan das allerdings geschafft hat, dass er wieder das Einzeldate bekommen hat, das fragen sich die Kandidaten aber auch. Frag mich, warum Jan so? Ich check halt nicht, weil ich spüre nicht diese Vibes. Und da habe ich auch gemerkt, dass es mich halt kratzt so. Es hat mich schon enttäuscht, hat mich schon gekratzt so. Moment, Emanuel spürt nicht die Vibes zwischen Sharon und Jan? Ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, wenn niemand die Vibes zwischen Emanuel und Sharon spürt und der so, ja, voll. Also bei Jan und Sharon ist es ja 100-mal mehr. Aber gut, Einzeldate-Time, die beiden haben schon lange nicht mehr Zeit zu zweit gehabt und deswegen, könnte es ein bisschen dauern jetzt. Verlangen, sie anzusprechen, ist eher gering, wenn wir in so einer Gruppe sind. Ich habe eher das Verlangen, mit ihr allein zu sein. Das ist viel größer, als jetzt einfach sie so mal random anzusprechen und sagen, hey, na und, wie war dein Tag? Das ist so. Brich, er ist nicht so der Smalltalk-Boy. Können wir auch verstehen. Ich meine, ich bin da voll dabei. Verstehe ich, dass man in der Gruppe nicht immer reden kann, obwohl man soll. Und er hat ja auch schon einen guten Vorsprung zu anderen gehabt. Allerdings hat man sich dadurch jetzt halt sehr entfremdet. Weißt du, was mein Problem ist? Dass du manche Sachen einfach registrierst und mich daran manchmal nicht teilhaben lässt. Muss ich auch nicht. Oh. Warum? Okay, ist auch dann meine Aussage. Auch ihr kleines Oh. Ach so. Es wirkt dann doch nicht mehr so gewiped bei denen plötzlich. Also irgendwas ist da passiert. Aber nach einer halben Stunde hat es dann wieder ein bisschen besser geklappt. Manchmal müssen wir da nicht groß reden, weil wir dann einfach nur miteinander sein wollen. Okay, man sah es jetzt im Clip nicht. Sie haben sehr, sehr viel rumgeknutscht, Leute. Nur um da mal hier auf Nummer sicher zu gehen, dass ihr es wisst. Ne? Also da war richtig was dabei. Sharon war wieder gut gelaunt und dann merkte sie auch so, oh, mal gucken, wie es so weitergeht. Wollen wir die Flasche holen? Okay, warte. 21. Wir haben heute ein bisschen gebraucht, aber es war so schön. Es war romantisch. Und das Date war dann doch wieder perfekt. Und können wir mal kurz wieder da über diese coole Kulisse reden? Also es ist alles ein bisschen super individuell, einzigartig und krass dort. Also ich finde alles nicht normal. Also alles sieht krass schön aus. Obwohl es einfach nur simples Rumliegen und Rumsitzen ist, will ich das auch. Alle wollen mal. Romantischste Date ever. Rumliegen und Rumsitzen. Geil. Gut, Leute, das Date ist aber jetzt auch nicht mehr atemberaubend gewesen. Wir wissen ja langsam, wie es dann da abläuft. Und jetzt geht's zur Nacht der Rosen, aber diesmal startet sie sogar ein bisschen früher. Letzte Party hier in der Villa. Der letzte Abend hier auf Phuket. Heute gibt's eine Poolparty. Es wird also bald auch wieder umgezogen. Cool. Und auf eine Poolparty können wir uns, glaube ich, auch freuen. Ja, wir sind bereit, ne? Ich freue mich auf eine Abrissparty. Pass auf, was du machst, Mama. Und auf, ja,
Spaß. Sieht jetzt für mich nicht ganz wie eine Abrissparty und Spaß aus. Also es ist dann schon wieder das Drama, was angekündigt wurde, auch in der letzten Folge. Ich freue mich schon ein bisschen, weil das macht die Folge ein bisschen spannender, weil sie war jetzt schon so ein bisschen lahm, ne? Gucken wir mal. Die Poolparty fährt nämlich übrigens auch ins Wasser. Mann, warum regnet es jetzt schon wieder? Und das finde ich immer so seltsam. Du bist im Pool komplett nass und es nieselt ein bisschen so, wir werden nass, lass mal besser reingehen. Okay, wenn es gewittert, fühle ich komplett natürlich, aber es wirkt jetzt nicht nach Gewitter. Eine Person jammert allerdings trotzdem wieder und ratet mal, Leute, kommt, ihr macht mal ein Wild Guess, wer könnte das jetzt sein? Team Rot! Du beachtest mich gar nicht heute. Du beachtest mich null. Sie beachtet den armen Emanuel schon wieder nicht und er als Reaktion, dann beachte ich sie auch nicht zurück. Sieht sie mal, was sie davon hat. Klappt bestimmt. Chance zum Reden nutzt allerdings dann auch Tom, um sich die Bitch nochmal zu grabben, um auch nochmal den Witz zu erklären, um das Problem zu lösen, dass man darüber spricht und es läuft bestimmt super. Das war überhaupt nicht meine Intention. Dafür wollte ich mich auch tatsächlich entschuldigen, weil es halt einfach anders ankam, als ich das gemeint habe. Ich habe das einfach so stupide und dumm gemeint, ohne Hintergedanken. Ja, das fand ich nicht cool. Gut, und die Entschuldigung wurde dann auch mal ein bisschen abgebrochen. Sie hat ihn zum Glück noch angenommen, aber ja, darüber reden wollten sie dann doch nicht mehr so richtig. Und dann denken sie so, okay, gehen wir aber besser wieder in den Date-Modus, oder? Als zweites würde ich gerne mal bei dir das Thema Eifersucht abklären, wie du da bist. Okay, jetzt möchte ich noch was abklären. Ich komme mir manchmal vor, als würden wir einen Fragebogen abhalten. Ich würde gerne noch mal mit dir das Thema Eifersucht abklären. Auf so einen Fragebogen habe ich einfach mal so gar keinen Bock. Und ich finde es einfach geil, wie Sharon das anspricht. Ey, das sind so Art von Fragen, die ich kacke finde. Ja, und die beiden merken dann so, vielleicht brauchen wir auch gar nicht mehr reden, weil ich glaube, das führt zu nichts. Mal sagen, gehen wir wieder zurück. Ja. Alles gut. Also die haben jetzt on-cam den Fragebogen auch wirklich nicht ausgefüllt. Die sind dann so, okay, dann gehen wir wieder und lassen das einfach. Vielleicht haben sie noch weiter geredet, aber ich glaube nicht. Okay, war schön mit dir, Tor. Tom nutzt allerdings später auch nochmal seine Chance, um mit Sharon ein bisschen zu reden. Und sie merkt auch so, oh, ich vernachlässige den Boy ein bisschen. Das ist nicht nett von mir. Als ich Tom das erste Mal begegnet bin, weiß ich, dass ich gemerkt habe, den Mann finde ich interessant. Aber irgendwie schaffen es die anderen Männer, sich immer vor ihn zu drängeln. Und er kriegt dann halt doch kein Einzeldate. Schade, schade. Und während die beiden geredet haben, kam dann Emanuel vorbei, hat Tom weggetreten, um auch nochmal mit Sharon zu reden, weil er dann doch wieder die Attention haben wollte und die will er sofort. Ja, und Tom ist dann auch nicht begeistert. Ich habe sie auf jeden Fall sprachlos gebracht. Echt? Wieso hattet ihr euch nichts mehr zu erzählen? Steffen, warum bist du denn so witzig? Aber ich glaube, das war ungefähr auch so, weil sie hatten irgendwann nicht mehr zu reden und ist die Wilden, finde ich nicht so sehr. Bei Emanuel und Sharon ist allerdings auch nicht so gut gelaufen, deswegen war er dann wieder ein bisschen traurig, wollte ein bisschen mit Umut darüber reden und dann war das der Anfang vom Ende. Ich merke dieses, sie sucht immer so Körper. Ja, ja, wieso gehst du jetzt mit deinen Trekking-Schuhen in meinen Beige? Ja, als ob da jetzt was passiert ist. Ja, Bro, guck doch. Ah, jetzt kommt dein wahres Schau Gesicht, doch. Nur weil ich mal was falsch mache, oder? Whatever. Also was ist das denn jetzt für ein schlechtes Meme-Schauspiel gewesen? Ey, du hast meine Hose dreckig gemacht, was soll das? Aha, jetzt kommt dein wahres Gesicht raus. Nur weil ich mal was falsch mache. Was ist das? Wir haben alle die gleichen Knacks in der Birne. Du hast gerade so richtig respektlos mit mir geredet. Willst du mich gerade verarschen, ja, Bro? Du fühlst dich immer gleich direkt angegriffen. Ja, und generell steht er einfach manchmal mit seiner Wahrnehmung komplett neben der Spur. Und es wird schlimmer. Wieso machst du jetzt mit wahres Gesicht so? Bruder, fuck mir dich ab, Mann. Du sagst gerade dein wahres Gesicht. Bevor ich dir eine Bombe gebe, gehe ich lieber weg. Und das Schlimme ist, das ist der ganze Streit. Also ich verstehe nicht, was das Problem ist. Niemand versteht, was das Problem ist. Emanuel versteht nicht mal, was das Problem ist. Und jetzt zicken die sich an für nix. Umut, den ich noch nie kennengelernt habe. So, er bedeutet mir ja was. Er ist für mich mein Buddy, so hier. Und wenn er so mit mir redet, bin ich halt erschrocken. Ja, wir sind auch alle bestürzt für Umuts Reaktion. Ging gar nicht, die war ja unterste Schublade. Versteht das irgendjemand? Nee, ne? Lukas möchte dann zum Glück noch eingreifen und ein bisschen schlichten, allerdings macht er das nur noch schlimmer. Wir nehmen dich ein bisschen, Digga, und ihr beide, Digga. Seid mal erwachsen. Hey, Bro, du musst mir nicht erzählen, wie ich mich zum Benehmen habe. Weil ich benehme mich immer perfekt. Ich bin super. Vielleicht auch nicht. So Fälle, Bruder. Mach alles gut, Bruder. Mach deine so Fälle. Mach deine so Fälle. Hey, fass mir nicht am Kopf, Alter. Weil das ist auch nochmal super respektlos. Ja, und dann hat die mal direkt einen neuen Feind gefunden und muss jetzt mit Lukas rumbandeln. Toll. Du brauchst gar nicht zu gucken, Bruder. Was? Weitere sanfte Provokation. Toll. Du fasst noch einmal einen Kopf, Bruder. Bist du ein ganz starker, weil was du Alkohol trinkst? Das hat nichts damit zu tun. Was? Nein, 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 komm mal mit. Du fährst Kopf, Digga. Und habt ihr sogar gesehen, wie die Produktion da schon eingegriffen hat und Lukas festhielt und so, no, 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 bitte lass es jetzt nicht eskalieren. Wir sind hier niveauvoller Trash, bitte, no, no, no. Okay, interessant. Aber es ist dann zum Glück direkt wieder runtergefahren. Alle haben sich beruhigt. Wahrscheinlich, weil die Produktion sofort gesagt hat,
Und heute halt die Fresse, es nervt. Und dann war wieder gut. Und dann ging es auch direkt in die Entschuldigungsorgie hier. Alles gut, Bruder. Ja, ich weiß so. Ich entschuldige mich für meinen Part. War doof von mir. Ich habe übertrieben, glaube ich. Sorry. Ja, und dann direkt auch noch zu Lukas. Muss auch noch erklärt sein. Wir haben den letzten Abend hier in der Villa haben. Und das war's, weißt du, meine? Aber ich will mich auch noch mal entschuldigen, Bro. Tut mir leid, wie ich reagiert habe. Das bin nicht ich. Und ich glaube schon, dass das er ist. Die ersten Masken sind gefallen. So richtig, richtig. Und er entschuldigt sich gerade nur, weil die Produktion das gesagt hat, dass er es tun soll. Ich wette, dass das so war. Oh mein Gott. Weil wir haben diesen Typen gesehen und es ist auf Kamera. Ich meine, wir wussten schon vorher, dass die Produktion offensichtlich auch hinter der Kamera steht und die ganze Zeit dabei ist. Allerdings, wenn man ihn auf der Kamera sieht, hat es was zu bedeuten. Sharon hat das allerdings alles nicht mitbekommen und führt danach zwei komplett gleiche Gespräche über das gleiche Thema mit Jan und mit Lukas an der gleichen Stelle über, hey, zusammenziehen, wie ist das, wenn man sich trifft, bla bla bla. Und irgendwie hat sie dann gemerkt, oh, es ist ein bisschen viel. Nee, ich küsse sie nicht vor allem. Das gehört sich nicht. Schwierig, aber macht es auch irgendwo manchmal sehr interessant, ne? Ja, gerade ist schwierig. Es geht nicht. Danke. Ich danke dir. Man sah in der Folge auch wirklich, wie die Schnitte so waren, dass sie beide Gespräche geführt hat mit den beiden Männern an der gleichen Stelle und einfach so, ja, ja, ist toll. Und das war dann ein bisschen zu viel. Und dann rannte sie heulend weg. Was ich finde, in der Vorschau ganz anders dargestellt wurde. Immer diese Irreführungen. Ist jetzt nicht so sexy. Gleich wieder. Alles gut. Okay. Was ich mich da natürlich frage, was ist genau mit dir los? Diese Umarmung hat mich gerade komplett überrollt, weil ich mich schlecht fühle, weil ich gewisse Sachen wiederhole, aber weil ich es genauso meine. Ah, weil sie sich in mehrere Männer verguckt hat und die denkt, sie verarscht alle, weil sie mit allen dauernd gleich ehrlich redet, aber trotzdem dann zum Nächsten geht und dem genau das Gleiche sagt. Ja, okay, das verstehen wir schon, ne? Das ist unglaublich, was ich hier tatsächlich gerade erlebe und so spurlos geht das an mir nicht vorbei. Für alle hier ist das gerade wirklich sehr, sehr intensiv. Wohl wahr, wohl wahr. Das bedeutet, es kann dann nochmal sehr spannend werden. Bei der Rosenvergabe wurde es dann interessant. Zwei Leute müssen gehen, allerdings ist er hier nicht dabei, weil er bekommt eine Rose und die Reaktion der anderen war interessant. Manuel. Emanuel ist weiter mit dabei und Lukas kann das so gar nicht nachvollziehen und es ist da was im Hintergrund doch passiert. Ich will das wissen, was das jetzt war. Das würde mich richtig interessieren. Ich meine, warum er weiter ist, das versteht wirklich gar kein Schwein. Aber so ist es halt und die beiden hier müssen gehen. Umut. Ist okay. In Bayern versteht man halt nicht jeden Menschen, ne? Umut und Dominik und das war irgendwie vorhersehbar. Ich meine, ich weiß immer noch nicht, wie Tom es schon wieder weiter geschafft hat, aber er ist noch mit dabei. Nur noch 6 Männer und die ziehen jetzt gemeinsam in der nächsten Folge um. Ja Leute, und das war's dann wieder mit der Folge gewesen. Ich hoffe, euch das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir Gedanken in die Kommentare. Hier könnt ihr auf andere Sachen draufklicken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.